Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Back to the School. Heute wieder mit Professor Dr. Gerhard Hütter. Ganz herzlich willkommen, Herr Professor Hütter. Danke, dass Sie wieder da sind. Gerne, ich grüße Sie alle. Ich habe bei der letzten Sendung sehr viel lernen dürfen. Wir hatten damals über das liebevolle Umgehen mit sich selbst gesprochen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch mal das Thema der Würde aufwerfen. Inwiefern interpretiert der Mensch eigentlich seine eigene Würde? Was bedeutet Würde? Und wie können wir eigentlich mehr Würde in uns selbst eigentlich ausleben? Wie sehen Sie das? Also im Grunde genommen kann man ja sagen, dass in dem Augenblick, wo ich liebevoll mit mir umgehe, dass ich dann auch wieder selbst bestimme, was ich tue. Ja. Das heißt, ich finde in meine eigene Subjekthaftigkeit zurück. Da kann mir keiner reinreden. Das ist auch nur noch von mir bestimmt, weil ich weiß, was mir gut tut. Und deshalb ist dieses liebevoll mit sich selbst umgehen praktisch identisch mit dem, was dabei herauskommt, wenn ein Mensch eine Vorstellung und ein Bewusstsein seiner eigenen Würde herausgebildet hat und er dann versucht, sein Leben so zu gestalten, dass er dieses Bild von sich selbst und seiner eigenen Würde nicht verletzt. Also so ein Mensch stellt sich anderen nicht mehr zur Verfügung, wenn die irgendwie vorhaben, ihn über den Tisch zu ziehen, also solchen Werbestrategen und solchen Rattenfängern, die ja hier überall herumlaufen, für die ist der eigentlich kein gutes Futter. Also der lässt sich auch nicht von anderen Menschen einreden, was er alles noch braucht und was ihm noch zum Glücklichsein fehlt. Der weiß das ja jetzt selbst. Und damit ist er auch nicht mehr verführbar. Das ist deshalb so interessant mit der Verführbarkeit, weil in früheren Gesellschaften hat man ja Macht durchgesetzt, indem man andere unterdrückt hat. In unserer Gesellschaft haben diejenigen, die die Macht haben, gelernt, dass das viel leichter ist, nicht die Leute zu unterdrücken, sondern sie zu verführen. Oder Angst zu machen. Das geht über die Angst, indem man ihnen sagt, was alles passieren wird, wenn sie das und das nicht machen oder kaufen oder sich anschaffen. Aber auch, indem man Menschen etwas anbietet, was sie abhängig macht. Also es gibt viele junge Leute, die jetzt unter Bedingungen groß werden, die finden sich im Wald und irgendwo in einer fremden Gegend nicht mehr zurecht, wenn das Smartphone nicht da ist. Das ist schon so. Und auch viele können auch den Abfluss, wenn der mal verstopft ist, nicht mehr reparieren. Da brauchen die einen Klempner. Und in so einer Dienstleistungsgesellschaft, wie wir sie haben, liegt das eben sehr nahe, dass man für alles, dass sich für alles, was man so braucht, einer anbietet, der das übernimmt. Und das Ergebnis ist, dass man am Ende es nicht mehr alleine kann. Lässt man es von dem anderen machen, bis man dann am Ende eigentlich lebensuntüchtig ist, weil man für alles, was man eigentlich bräuchte, jemanden braucht, der es für einen macht. Und das ist die neue Form, wie man sich sozusagen unterwirft. Und deshalb ist das so wichtig, dass Menschen lernen, sich nicht verführen zu lassen. Und das geht eben dann, wenn sie sich ihrer eigenen Würde bewusst werden. Und wer das gemacht hat, wer sich also nicht mehr selbst anderen zur Verfügung stellt, als Objekt, als Kunde oder als Arbeitnehmer, wer sich nicht mehr anderen in dieser Weise wie bisher zur Verfügung stellt, der macht auch andere nicht mehr zum Objekt. Das heißt, wir reden hier über einen ganz tiefgreifenden Wandel der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wir sind in dieser Gesellschaft daran gewohnt und halten das für völlig normal, dass einer den anderen benutzt, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Und neurobiologisch ist das natürlich ein ziemlicher Kampf. Also das ist ungünstig, höchst ungünstig, wenn ich nicht mehr Gestalter meines eigenen Lebens bin, sondern ich immer wieder jemanden brauche, der mir hilft, dass ich mit dem Leben zurechtkomme, dann ist das natürlich nicht so günstig. Ich gewöhne mich dran. Das ist ja auch ganz bequem, dass man immer einen rufen kann, der das macht.
Aber das, was im Hirn dann nicht aufgebaut wird, ist, nennen die Neurobiologen, die Konnektivität. Das heißt, da gibt es zu wenig Verschaltung. Da sind ganz viele Kompetenzen, die eigentlich da oben als Netzwerk verankert werden müssten, die sind dann gar nicht ausgebildet worden oder verkümmert. Und das ist natürlich dann ein sehr bescheidenes Leben. Da ist man sozusagen eine Kümmerversion dessen, was aus einem hätte werden können, weil man nicht aufgepasst hat, dass man selbst das, der Gestalter seines eigenen Lebens bleibt. Nun gibt es viele Leute, die würden dann sagen, ja, ich bin doch aber Gestalter meines eigenen Lebens. Ich habe einen ordentlichen Beruf gelernt, ich bin jetzt Arzt, ich habe ein Auto, ein Haus und eine Segeljacht. Also was noch? Und da heißt dann die Frage, ist das denn wirklich jetzt dein Leben, was du da gestaltet hast? Du hast das Leben eines Arztes gelebt. Du hast die Rolle dieses Arztes übernommen und das alles dir gemacht und auch dir angeschafft, was zu diesem Bild vom Arzt gehört. Das muss nicht immer würdevoll sein, was du da gemacht hast. Das kann sein, dass du viele Bedürfnisse, die du eigentlich in dir gespürt hast, unterdrückt hast, nicht zugelassen hast, dich selbst sozusagen zu etwas gemacht hast, was dann dem Bild vom Arzt entspricht und des reichen Mannes. Aber bist du das noch wirklich selbst? Ist das mit deiner Würde vereinbar, dass du überall so eine Rolle spielen musst? Und dann kann man sehr schnell merken, wie Menschen dann nachdenklich werden oder es ganz schnell abwehren. Denn mit solchen Fragen befasst man sich ja nicht gerne, weil es ja bedeutet, dass wenn man jetzt anfängt, darüber nachzudenken, ob das, was man in seinem Leben tut und wie man sich anderen gegenüber verhält, ob das und auch sich selbst gegenüber verhält, ob das würdevoll ist. Und man dann man feststellen muss, das ist es eigentlich nicht. Also man macht sehr viele Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Und dann will man das ändern. Dann ist das nicht so ganz einfach, weil dann passt man auf einmal gar nicht mehr richtig in die Gesellschaft. Aber wie werde ich mir dessen bewusst, dass ich eine Rolle spiele? Ja, das ist eine ganz schwierige Situation. Und deshalb ist es eben auch so, dass die meisten Menschen lieber nicht darüber nachdenken, was ihre eigene Würde ausmacht. Also es geht nur neurobiologisch kann man sagen, dass jeder Mensch, der sozusagen nicht als Subjekt sich fühlt und sich als Gestalter seines eigenen Lebens erlebt, dass der dann sehr leicht in eine Situation kommt, wo er sozusagen von den Erwartungen der anderen bestimmt wird und wo er dann auch, müsste man sagen, ein Leben führt, was gar nicht sein eigenes ist. Dann lebt er für die Erwartungen der anderen. Das ist nicht sehr würdevoll. Und dann das ist gar nicht so richtig bei sich. Ja. Und das bedeutet dann, ich habe das am Anfang versucht, immer so darzustellen, dass ich gesagt habe, guck mal, du darfst nie einen anderen Menschen zum Objekt machen, zum Objekt deiner Erwartungen, deiner Absichten, deiner Ziele, auch deiner Belehrungen und dann auch noch deiner Bewertungen und dann vielleicht sogar noch deiner Maßnahmen und Anordnungen, weil das den anderen verletzt. Das macht ihn zum Objekt und damit raubst du ihm die Würde. Und das ist nicht gut für den anderen. Der muss dann versuchen, irgendwie deiner Vorstellung, was du von ihm willst, gerecht zu werden. Macht nicht mehr das, was er für richtig hält, sondern das, was er jetzt tun soll. Und das ist sehr schwierig. Und deshalb wäre es besser, wenn wir in unserem Zusammenleben darauf achten, dass einer den anderen nicht zum Objekt macht. Dass man seine eigene Subjekthaftigkeit bewahrt. So, und als ich das versucht habe, in anderen Leuten zu erklären, habe ich gemerkt, das ist ihnen offenbar nicht so ganz leicht eingängig. Also manche haben gedacht, das hätte was mit Grammatik zu tun. Subjekt, Objekt, Prädikat. Und dann habe ich gemerkt, das ist nicht der richtige Weg, das zu erklären mit diesem Subjekt und dem Objekt. Und dann habe ich gemerkt, das geht ganz gut über die Würde. Weil die Würde, wenn man sich seiner eigenen Würde bewusst ist, dann kehrt man sozusagen zurück in seine eigene Subjekthaftigkeit. Und dann braucht man nicht zu sagen, du darfst den anderen nicht zum Objekt machen, sondern du könntest aufpassen, dass du deine eigene Würde nicht verletzt. Das ist wunderbar, ist das Gleiche. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die Leute auch mit dem Würdebegriff nicht so sehr viel anfangen können,
weil sie dann fangen sie an, darüber zu diskutieren, was nun die Würde ist und ob das was mit Moral und Ethik und Werten zu tun hat. Und genau. Darum ging es ja nicht. Es ging ja nur darum, dass sie für sich selbst herauszufinden versuchen, worin ihre eigene Würde besteht und dass sie die dann auch bewahren. Und deshalb habe ich dann in der letzten Zeit eher gedacht, ich muss das, den Würdebegriff auch nochmal anders umschreiben. Und eine wunderschöne Umschreibung dafür heißt, man könnte auch versuchen, etwas liebevoller mit sich selbst umzugehen. Es ist wieder dasselbe. Mhm. Wenn ich liebevoller mit mir umgehe, kehre ich zurück in meine eigene Subjekthaftigkeit. Ich bin wieder Gestalter meines eigenen Lebens. Ich stelle mich anderen nicht mehr für deren Absichten zur Verfügung. Und ich mache auch nicht mehr andere zu Leuten, die ich für meine Absichten benutze. Also ist praktisch identisch mit der Würde und dann eben auch identisch mit diesem Versuch, in seiner eigenen Subjekthaftigkeit zu bleiben und nicht sich selbst als Objekt der anderen zur Verfügung zu stellen und auch erst recht nicht andere zum Objekt der eigenen Absichten und Ziele zu machen. Ist nicht ganz einfach, aber über dieses liebevoll mit sich selber umgehen ist es vielleicht am einfachsten, wieder in seine eigene Würde zurückzukommen und damit in seine eigene Subjekthaftigkeit. Ich habe jetzt gerade das, was Sie alles gesagt haben, mir überlegt, wie das jetzt bei Tieren ist. Ich hatte mal einen Tieranwalt da. Wir haben über Würde bei Tieren gesprochen. Also ein Tier geht eigentlich sehr würdevoll mit sich selbst um, weil genau das, was Sie mir jetzt gerade gesagt haben, es geht liebevoll mit sich um, es macht das, was es will und muss nicht irgendwelchen Vorstellungen gerecht werden. Nur wir Menschen geben dann dem Tier diese Würde gar nicht. Naja, an dem Beispiel kann man deutlich zeigen, wie unsere Vorstellung darüber bestimmt, was wir denken und was wir machen. Also es gibt Menschen, so wie Sie das jetzt formulieren, wo ich mich dann vielleicht auch dazu zähle, ich bin ja Biologe, die davon ausgehen, dass jedes Lebewesen ein eigenes Subjekt ist. Also auch für mich ist sogar ein Einzeller, der da draußen rumschwirrt, so ein Pantoffeltierchen, das ist ein eigenes Lebewesen, das ist ein eigenes Subjekt, das versucht, sich im Leben irgendwie durchzuarbeiten und am Leben zu bleiben und sich zu vermehren. Also ich habe kein Problem damit, dass ich sage, das ist Subjekt. Mhm. Und wenn es Subjekt ist, hat es auch eine Würde. Mhm. Das ist dem Einzeller natürlich nicht bewusst. Und darüber können ja auch nur wir reden, aber ich würde so ein Lebewesen immer als Subjekt betrachten und ihm und damit hätte es seine eigene Würde. Mhm. Jemand, der aber sich nie darum gekümmert hat und der also dem also das Lebendige da draußen weitgehend egal ist, der sich im Wesentlichen um das kümmert, was er für wichtig hält und dabei auch Tiere benutzt. Also ob er sie nun isst oder abrichtet oder für andere Zwecke verwendet, ist dann auch egal. Jemand, der eher daran gewohnt ist, das Leben und die Natur für seine Zwecke zu benutzen. Wenn Sie dem sagen, ein Schwein hat eine eigene Würde und die darf man nicht verletzen, indem man es unter solchen Bedingungen züchtet und hält, wie wir das machen, dann weiß der nicht, wovon Sie reden, weil der kann sich das dem nicht vorstellen. Hm. Und deshalb nützt es da auch nichts, immer zu sagen, wir müssen das mit der Schweinezucht ändern. Die Menschen, die also sich da noch nie Gedanken darüber gemacht haben, dass so ein Schwein auch ein lebendiges Wesen ist, mit was leben will, unter anderen, die auch leben wollen, und dem ist doch das Schwein vollkommen egal. Dem ist auch die Pflanze egal, dem ist auch alles da draußen egal. Und das ist wohl, glaube ich, schon, wenn wir dann realistisch an die Sache herangehen, die Mehrheit der Bevölkerung. Und das ist ja auch das, was propagiert wird. Also davon lebt ja unsere Wirtschaft, dass wir auf Kosten dieser Natur und des Lebendigen unsere Gewinne erwirtschaften. Und das ist diese Rücksichtslosigkeit, das, was dann am Ende dabei rauskommt, beobachten wir jetzt. Und jetzt fängt eine junge Generation an, wach zu werden, weil das Schlimmste, was man sozusagen als Mensch auf diesem Planeten anrichten kann, ist, dass man vergisst, dass man aus diesem lebendigen Prozess der Entfaltung des Lebens auf diesem Planeten ja selbst hervorgegangen ist und nun in einer Phase geistiger Umnachtung dabei ist, die Vielfalt dieses Lebendigen,
die ebenfalls aus diesem Prozess hervorgegangen ist und die wir ja brauchen, damit wir in einer vielfältigen, bunten und immer wieder uns selbst auch beglückenden Welt leben können, dass wir diese Vielfalt des Lebendigen innerhalb weniger Jahrzehnte oder in den letzten paar Jahrhunderten aber wirklich so ruiniert haben, dass man schon ernsthaft davon ausgehen muss, dass das auch nicht wiederherzustellen ist. So, das heißt, wir ruinieren unsere eigene Lebensgrundlage aus Gier, aus der Rücksichtslosigkeit und der Egozentrik, mit der wir sozusagen uns und unsere, nennen wir es mal, Vorstellungen und Bedürfnisse so in den Mittelpunkt stellen, dass wir die auf Kosten der anderen Pflanzen, Tiere, Lebewesen verwirklichen. Und es gibt ja nicht wenige, die machen das nicht nur mit den Tieren, dass die für ihre Zwecke benutzen, indem sie sie essen, sondern es gibt ja auch viele, die andere Menschen für ihre Zwecke benutzen und leider sogar Eltern, die das Kind zum Objekt ihrer Absichten und Ziele, ihrer Belehrungen, ihrer Bewertungen und ihrer Maßnahmen machen. Wenn ich mir vorstelle, eine A4-Seite schreiben zu müssen, jetzt über das Wort Würde, glaube ich, man wird sehr schnell auch in die Ethik und Moral abschweifen und eigentlich diesen Ausdruck der Würde gar nicht richtig zu Papier bringen. Deshalb fand ich jetzt Ihre Erläuterungen unglaublich spannend und wichtig. Wie sollte dann eine Familie Eltern mit ihren Kindern denn das Wort Würde eigentlich begrifflich erklären können? Wie würden Sie das machen? Oder ist es ein Gefühl von einem Tun, einer Umsetzung, dass man dem Kind diese Würde zugesteht, sich selbst zu entfalten und das zu tun, was es will? Ja, was wir immer so leicht machen, ist, dass wir versuchen, das kognitiv zu erklären. Und dann reden wir darüber, was Würde ist. Mhm. Ja, da kann jeder sagen, was er will. Mhm. Und da kann man sich auch trefflich streiten und dann können Philosophen kommen und Moralethiker und wer noch alles und können uns alle erzählen, wie sie den Begriff Würde definieren wollen. Das ist ziemlich nutzlos. Mhm. Es geht nicht um die Würde an sich, sondern es geht darum, wie wir als Menschen uns unserer eigenen Würde bewusst werden und sie dann auch im eigenen Leben und im Zusammenleben mit anderen verwirklichen. Und das bedeutet für Eltern, dass es überhaupt keinen Sinn macht, dass die ihrem Kind zu erklären versuchen, worin die Würde besteht und dass sie sich würdevoll verhalten sollen, sondern sie ahnen es schon, man müsste es ihnen vorleben. Mhm. Und man müsste dem Kind das Gefühl geben, dass es aus sich heraus wertvoll ist. Dass es dann eben so ein Gefühl entwickelt, dass es ein Mensch ist, der ernst genommen wird, der wichtig ist, der so sein darf, wie er ist, der nicht von anderen zu etwas gemacht werden soll und darf, was die sich da in den Kopf gesetzt haben. Und auf Deutsch heißt das, was man dann versuchen sollte, man müsste versuchen, seinem Kind das Gefühl zu vermitteln, dass es bedingungslos geliebt wird. Und da merken Sie, jetzt haben wir schon wieder zwei Begriffe, wo es vielen Menschen schwerfällt, die zu definieren. Bedingungslos heißt, dass ich das Kind auch dann lieb habe und ihm das Gefühl gebe, dass es von mir geliebt wird, wenn es nicht die Vorstellungen erfüllt, die ich habe. Also am besten, ich habe gar keine. Dann kann ich bedingungslos lieben. Ja. Und jetzt kommt der Begriff der Liebe, der genauso schwer ist und auch genauso missverständlich ist. Es ist keine Liebe, wenn ich versuche, einen Zustand von Friede, Freude, Eierkuchen mit diesem Kind hinzukriegen. Dass wir gemeinsam auf dem Sofa sitzen und uns alle so schön lieb haben. Das ist Klebrigkeit. Ja. Vielfach ist es sogar so, dass manche Menschen Liebe brauchen. Also, dass die sagen, ich kann ohne dich nicht leben. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Das ist Abhängigkeit. Ja? Liebe fängt dort an, wo ich einem anderen Menschen das Gefühl gebe, dass er, was immer auch kommen mag,
in dieser Verbindung mit mir gehalten und getragen ist. Und wenn ich ihm, aber das reicht aber alleine noch nicht. Ich brauche noch das Zweite. Er muss auch das Gefühl haben, dass ich ihm, dass ich mir nichts mehr wünsche, als dass er in seine eigene Kraft kommt und ein autonomer, freier Mensch wird. Dass der sich entfalten kann. Also Liebe, die nichts dafür tut, dass der andere sich entfalten kann, den man da liebt. Das ist keine Liebe. Und da merkt man plötzlich, wow, was heißt denn das jetzt für Eltern, die ihre Kinder bedingungslos lieben? Die müssten alles dafür tun, dass die in ihnen angelegten Talente und Begabungen zur Entfaltung kommen. Und das heißt auch, dass wenn sie feststellen, dass die sich verrannt haben, ne, und dann plötzlich durch den Kontakt mit Gleichaltrigen oder mit der Werbung Dinge wichtig finden, wovon sie als Erwachsener wissen, dass das nicht gut ist für das Kind, dass sie da eingreifen. Liebe heißt nicht, den anderen machen zu lassen, was er will, sondern verantwortlich zu sein und diese Verantwortung wahrzunehmen, aber nicht in der Gestalt, dass man dem anderen jetzt so sagt, was er zu tun und zu lassen hätte. Das würde ja wieder heißen, dass ich ihn zum Objekt mache, sondern ihn in die Lage zu versetzen und ihm Möglichkeiten zu bieten, dass er selbst Verantwortung für sich selbst zu übernehmen lernt. So, und da merken Sie, da sind wir plötzlich am Ende unserer Kunst. Und wie schaffe ich das, dass ein Kind, dass mein Kind lernt, Verantwortung für sich zu übernehmen. Und dann wird es interessant. Dann müsste dieses Kind von Anfang an die Möglichkeit bekommen, Verantwortung für sich zu übernehmen. Dann darf ich ihm nichts abnehmen, was es selber kann. Dann darf ich kein Problem, was es in diesem Leben dieses Kindes gibt, für dieses Kind beiseite räumen. Im Gegenteil, ich müsste sogar möglichst viele Steine ihm noch in den Weg legen, damit es lernt, selbstverantwortlich und kompetent darüber zu steigen. So, und das machen wir nicht. Und was wir stattdessen machen, ist, dass wir Kinder mit Problemen belasten, die sie nicht lösen können. Ein Kind darf nicht aufwachsen unter Bedingungen, wo es keine Probleme gibt, dann verblödet es und wird lebensuntüchtig. Aber ein Kind darf auch nicht mit Problemen aufwachsen, die es nicht lösen kann, dann verkümmert es. Und Probleme, die Kinder nicht lösen können, ist, wenn Eltern sich streiten. Ja. Und wenn die sich trennen und keinen Weg finden, dass das für das Kind, dass in dem Kind das Gefühl entsteht, dass es immer noch zwei Eltern hat, auf die es sich verlassen kann. Und Eltern, die selbst mit dem Leben nicht zurechtkommen und dauernd ratlos umherlaufen, das ist ein Problem, was die dem Kind bereiten, zuschauen zu müssen, wie die Eltern sich im eigenen Leben nicht zurechtfinden. Eltern, die dauernd unzufrieden sind mit dem, was sie haben und immer was anderes wollen, das ist ein Problem für ein Kind. Das muss man dem nicht antun. Das kann das Kind ja auch nicht lösen. Und dann merken sie, da lasten wir eine ganze Menge Probleme, schieben wir sozusagen oder unbewusst übertragen wir die auf unsere Kinder, belasten sie mit Problemen, die sie nicht lösen können. Und dort, wo sie was lösen können, räumen wir ihnen alles beiseite. Das kann nicht gut gehen. Ja, ich könnte noch stundenlang Ihnen jetzt zuhören, weil das ist für mich so ein bisschen die Königsklasse, über was wir jetzt gerade sprechen. Das ist Fernsehen, was eigentlich nicht mehr steigerungsfähig ist, wenn wir genau solche philosophische, tiefsinnigen Themen lauschen dürfen, erfahren dürfen und umsetzen dürfen. Das wirklich, wir können was unglaublich Wichtiges lernen von Ihnen. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, auch für diese Vorlesung jetzt, die tief aus dem Herzen gekommen sind. Man hat es gespürt. Und die tun uns alle unglaublich gut in dieser Zeit, wo wir einfach solche Dinge immer mehr in Vergessenheit kriegen. Und früher, denke ich mir, vor 100, 200, 300 Jahren war das noch gang und gäbe, was Sie jetzt gesagt haben, den Kindern Steine hinlegen und schauen, dass sie diese Steine aus dem Weg kriegen. Und heute ist das eigentlich alles mehr oder weniger weg. Ja, weiß ich nicht. Also klar, dann haben die Eltern auch nicht so sehr sich darum bemüht, den Kindern alles aus dem Weg zu räumen früher. Aber dafür haben sie mit Problemen belastet, für die Kinder auch nichts konnten. Und das sind ja häufig Kinder, in die Arbeitsprozesse, in die Kohlegruben geschickt worden. Das ist nicht, das ist Kind. Das ist auch nicht besser gewesen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns dieser Dinge, dass wir es anfangen zu verstehen, was dann eigentlich da los ist. Aber alleine davon, dass man es erklärt und dass es vielleicht der uns zuhört, versteht, ist auch noch nichts gewonnen.
das Leben fängt dort an, wo wir es umsetzen. Und das ist das. Deshalb, alle, die uns zugehört haben, die sich jetzt vielleicht ein bisschen berührt fühlen, kämpfen Sie es nicht wieder runter, dieses Berührtsein. Lassen Sie es noch ein bisschen, genießen Sie es noch ein bisschen. Und dann fassen Sie einen Entschluss, nämlich, dass Sie versuchen, ab jetzt irgendwie ein bisschen würdevoller, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das wäre schon ein großer Schritt in ein anderes Leben. Ich danke ganz herzlich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich sage gar nichts mehr für heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.